In diesem Video möchte ich Ihnen eine der Hauptanwendungen überhaupt für Zeiger zeigen. Man könnte sogar behaupten, dass das der Grund war oder der Hauptgrund war, warum man Zeiger in C und später bei anderen Programmiersprachen überhaupt eingeführt hat. Das Problem ist folgendes. Ich habe mir hier ein kleines Programm vorbereitet, das Sie bereits so fast in der gleichen Form auch schon kennen. Das macht eigentlich nichts Besonderes, außer zu demonstrieren, wie man einen Rückgabewert bei einer Funktion übergibt. Wir kennen sie bereits, unsere Funktion Increment, also um 1 dazu addieren zu irgendeiner Zahl. Und wir haben hier eine Variable Period hingeschickt, um sie dann auch wieder in der gleichen Variable zu speichern. Dafür haben wir uns eine Funktion Increment definiert. Die nimmt genau einen Parameter rein, inkrementiert diesen Parameter um 1. Und damit dieser Wert eben gespeichert wird irgendwie und nicht wieder vernichtet wird, nachdem wir aus der Funktion herausgesprungen sind, haben wir es mit Return zurückgegeben und hier wird es auch reingeschrieben. Was würde jetzt passieren, wenn ich diese Funktion so umbasteln würde, dass sie eben keinen Rückgabewert zurückgibt, sondern einfach das berechnet wie den Parameter selbst, einfach den Parameter inkrementiert? Die Art und Weise, wie wir das im Moment machen, ist allerdings nicht ganz so elegant. Was haben wir gemacht? Wir haben Period hier als Parameter hingeschickt und danach wieder hier zurückgeschrieben. Das kann man sich alles sparen, wenn man die sogenannten Pass by Reference oder by Pointer benutzt. Was bedeutet das? Es gibt zwei Arten, wie man Parameter zu einer Funktion hinschicken kann. Entweder der sogenannte Pass by Value, also hinschicken per Wert, also den Wert einfach hinschicken, oder den sogenannten Pass by Reference oder Pass by Pointer. Reference oder Pointer, Pointer ist ein Zeiger, Reference ist eine Referenz. Das bedeutet, es gibt tatsächlich den Unterschied, ob ich zu einer Funktion den Wert einfach hinschicke, zum Beispiel 2 und er gibt mir eine 3 zurück, oder ich schicke ihm stattdessen die Adresse von meiner Variable und die Funktion soll direkt auf diese Variable agieren, berechnen und wenn sie dann zu mir zurückkommt, ist automatisch der richtige Wert, der neue Wert auch drin. Genau das werden wir uns heute auch anschauen, wie man das macht. Dafür werde ich Folgendes jetzt hier ändern. Ich werde erstens meine Funktion Increment wieder als Void definieren und statt einen Wert hier reinzubekommen als Parameter, werde ich eine Adresse bekommen. Das ist genau der Unterschied zwischen Pass by Value und Pass by Pointer. Hier Number kann ich jetzt zwar berechnen, allerdings muss ich beachten, dass jetzt Number keine richtige Variable, keine normale Variable mehr ist, sondern eine Adresse. Das heißt, wenn ich auf seinen Wert agieren möchte, dann muss ich erstmal auch den Wert zugänglich machen. Das heißt, ich werde den Wert von Number um 1 genau erhöhen. Dieses Return brauche ich jetzt auch nicht mehr, denn ich habe direkt auf der Variable berechnet und genau an der Adresse das gespeichert, wo auch die ursprüngliche Variable war. Wenn ich jetzt also hier zurückkomme in meine Loop, muss ich auch ein bisschen was ändern. Und zwar diese Period gleich, das brauche ich nicht mehr. Allerdings muss ich jetzt der Funktion Increment nicht die Variable selbst hinschicken, sondern ihre Adresse. Das mache ich ja so. Also nochmal zusammenfassend. Ich habe hier ein Increment Adresse Period. Ich schicke die Adresse meiner Variable Period zur Funktion Increment. Diese nimmt als Parameter eine Adresse rein, erhöht allerdings den Wert, der unter dieser Adresse gespeichert ist, genau um 1, muss jetzt nichts zurückgeben, weil sie es ja direkt auf der Adresse bereits gemacht habe. Das probieren wir jetzt aus. Ich rufe auch den Serial Monitor auf. Was kommt jetzt hier raus? Der Wert von Period ist eine 1, dann wird eine 2, dann wird eine 3 und so weiter. Nur so zum Vergleich können Sie zu Hause tatsächlich ausprobieren, was würde passieren, wenn Sie diese Funktion Increment tatsächlich nicht als Pass by Reference oder Pass by Pointer machen, sondern bei Pass by Value. Das kennen Sie zwar bereits aus einem älteren Video, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man sich das nochmal den Vergleich vor Augen zieht.
Eine andere sehr interessante Anwendung von diesem Pass-by-Pointer ist, wenn man zwei Zahlen oder zwei Strukt oder irgendwelche zwei Variablen die Werte tatsächlich tauschen möchte. Das ist gar nicht so einfach, denn wenn man einer bestimmten Funktion zwei Werte zum Tauschen übergibt, dann kann sie eigentlich nur einen Rückgabewert zurückgeben. Das heißt, entweder kann sie das eine zurückgeben oder das andere, aber nicht beide vertauscht. Und das macht man eben mit einem Pass-by-Pointer. Das zeige ich Ihnen jetzt auch. Ich brauche eine Funktion, die ist wieder void, die gibt mir nichts zurück, sie agiert direkt auf die Adressen. Und ich benenne sie Swap. Swap ist auf Englisch sowas wie tauschen. Und dann brauche ich eben die zwei Variablen, die ich tauschen möchte. In diesem Fall mache ich es mit einem Int. Das kann man mit jeder möglichen Variable machen, inklusive Struct. Ich brauche ihre Adressen, also Int 1 und Int anderes, damit wir wissen, dass es nicht 1 und 2 sind. So, was mache ich jetzt genau in dieser Funktion drin? Ich muss die Werte von 1 und anderes tauschen. Das heißt, ich darf nicht auf die Adressen direkt agieren, sondern auf die Werte. Damit, wenn ich aber tausche, wenn ich das eine zum anderen zuweise, dann verliere ich eventuell den Wert von dem zweiten. Das heißt, ich brauche auch noch eine neue Variable. Dann benenne ich sie temp für vorläufig, temporary auf Englisch. Und ich gebe ihr einfach den Wert von anderes. Welches ich dafür nutze, ist eigentlich egal. Hauptsache, danach sind sie richtig vertauscht. Das muss man immer so ein bisschen ausprobieren danach, ob es alles geklappt hat, sonst ist es ein bisschen gehirnverknotend. So, jetzt kann ich aber eins, so, anderes kann ich jetzt bereits zuweisen, denn sein Wert habe ich ja bereits mir gespeichert. Der Wert von anderes soll jetzt den Wert von 1 nehmen und der Wert von 1 soll temp werden. Also anderes haben wir 1 zugewiesen und temporary haben wir jetzt zu 1 zugewiesen. Und das ist eigentlich jetzt auch alles, was ich hier machen soll. Hier muss man darauf achten, dass wir temp als eine ganz normale Variable definiert haben. Und hier habe ich auch gerade direkt den Wert. Das muss man auch so ein bisschen ausprobieren, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist jetzt Adresse, was ist jetzt Wert. Wie benutzen wir diese Funktion? Ich werde statt dieses Blinken und Increment hier mal was anderes ausprobieren. Und zwar werde ich mir zwei Variablen, eine Variable a mit 1 initialisieren und eine zweite b mit 500. So kann ich es danach später ein bisschen besser sehen, einfach rein optisch. So, und hier werde ich sagen, die Werte von a und b sind Printline, Serial, machen wir sogar nicht Printline, sondern ein Print. Hier werde ich A ausschreiben. Dann brauche ich ein Komma rein für die Optik und danach den Wert von B. Jetzt rufe ich meine Funktion Swap. Swap braucht zwei Parameter. Ich muss hier A und B und zwar die Adressen zugeben. Das heißt Adresse von A, Adresse von B. Bitte tausch die Werte von diesen zwei Variablen. Und jetzt kopiere ich mir diese Ausgabe hier komplett. Davor werde ich hier ein Printline draus machen, damit es optisch noch schöner aussieht. So. Und jetzt sollte es eigentlich auch ganz gut funktionieren. Wir machen aber auch hier am Ende ein Delay von, sagen wir mal, 5000, damit es uns nicht rund scrollt. Und dann probieren wir es mal aus. Am Anfang des Programms sehen wir genau das, was wir eben hier sehen. Man sieht es jetzt ganz schön. A und B sind zuerst 1 und 500. Und nachdem ich es aufgerufen habe, die Funktion Swap, ist es jetzt 500 und eine 1. Und wie gesagt, diese Pass-by-Reference oder Pass-by-Pointer ist eben einer der Hauptgründe, warum wir Zeiger überhaupt brauchen. Sonst können wir mit den Variablen nicht so richtig agieren und alles muss in einem Programmcode, in einer Unterfunktion stattfinden. Und das ist nicht nur unpraktisch, sondern es ist rein softwaretechnisch wirklich kein gutes Design, denn irgendwann kann man es einfach nicht mehr lesen, nicht mehr debuggen und nicht mehr kontrollieren. Dankeschön.